Und dann guck bitte, dass du den nicht überall anders jetzt noch neu reingesetzt hast. Falls doch, war es eine gute Übungsaufgabe. Ja, habe ich ja auch. Kannst du, dass du den überhaupt richtig jetzt stramm halten, nachdem du gestern so Bizeps-Training gemacht hast und so? Ja, geht. Bevor Engelmoor. Tschüss, schönen Feierabend. Ich merke, wir sollten das Video nicht zu lang ziehen. War gestern Bizeps, oder was? War gestern Bizeps, ja? Bis morgen. Tschüss. Was denn? Tschüss. Brust war gestern. Brust? Ah. Setz mich nicht mit aus, ich weiß. Mit... So. Hallo. Guten Tag. So. Die Massen jubeln. Hey, Kamelle. So. Hast du wunderschön aufgebaut, ja, Philipp. Ne? Hast du toll gemacht. Ja. Ich finde das, schon ja, beeindruckend. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Startplatz TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute wollen wir über Fahrerrückhaltesysteme sprechen. Im weitesten Sinne Fahrerrückhaltesysteme. Und zwar über Kabinen an sich. Ganz oft kommt die Frage, wenn man einen Gabelstapler kauft, was ist die richtige Kabine, was braucht man, warum, wieso, weshalb und wofür. Und wir haben jetzt mal so drei verschiedene Kabinen uns hier hingestellt und wollen mal schauen, wo sind eigentlich so die Unterschiede und was ist für was gut. Also zuallererst gibt es ja all diese Gabelstapler auch ohne zusätzliche Schutzausrüstung. Das hier sind Fahrerrückhaltesysteme. Und zwar sind die dafür gedacht, dass im Falle eines Unfalles oder im Falle eines Umstürzens des Gabelstaplers zusätzlich zu dem Beckengurt noch so ein Schutz da ist, der Fahrer eben zusätzlich geschützt ist. Wie gesagt, zusätzlich zum Beckengurt. Keines dieser drei Kabinen oder keiner dieser drei Kabinentypen ist ein Ersatz für den Beckengurt. Der muss auf jeden Fall immer angelegt werden. Alles andere ist nur zusätzlich. Das hier ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Schutz, ein mechanischer Schutz davor, dass man dort rausfallen kann. Das ist bei so einer Kabine im Grunde genommen auch so, wobei der Schutz natürlich jetzt nicht so gegeben ist wie bei einer Metalltür oder bei einer Kunststofftür, beziehungsweise bei so einem Rohrrahmengeflecht, wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist auch eher die Variante, die eingesetzt wird, wenn man mal ja, gelegentlich nach draußen möchte, aber nicht unbedingt als Fahrerschutz im Sinne von mechanischen Schutz gegen Umfallen oder sowas, sondern eher als Wetterschutz. Und da hinten das Nonplusultra ist natürlich die Vollkabine. Wir gucken uns jetzt alles mal im Einzelnen an. Diese Türen gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt es einmal nach hier außen aufgehend, hier wunderbar sogar mit so einem Dämpfer gemacht und so. Das ist schon echt cool. Und man steigt dann eben von der Seite ein. Und ganz oft sind die auch mit einem zusätzlichen Mechanismus hier unten versehen, also mit zusätzlichen Kabeln, mit einem Schalter versehen, dass auch sichergestellt ist, dass derjenige, der das Gerät bedient, eben die Türe schließt und nicht mit offener Türe fährt, weil es eben ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist an diesem Gabelstapler und dann eben auch nicht außer Acht gelassen werden darf. Diese Türen gibt es auch in der Variante, dass die dann nach oben öffnen. Die gibt es für die verschiedensten Größen von Gabelstaplern, also von dem hier 1,5 Tonner oder 1,3 Tonner bis hoch zu 3,5 Tonnern habe ich das schon gesehen. Hat also im Grunde genommen nichts damit zu tun, welche Gerätegröße das ist, sondern tatsächlich einfach eine Ausstattung. Das gibt es auch zum Nachrüsten. Also es gibt auch für die verschiedensten Hersteller, für die verschiedenen Gerätegrößen solche Nachrüstsätze, entweder als Universalsätze, die man dann auf das entsprechende Gerät anpassen kann, oder eben hier speziell für die ganz normalen Aufnahmepunkte der Hersteller, dass man die dann eben einfach nachrüsten kann und nochmal so ein zusätzliches Sicherheitsfeature hat für sich. Diese Geräte, also das ist jetzt, wir haben ganz bewusst eins genommen, was jetzt wirklich kein Dach drin hat oder sowas und auch keine Frontscheibe, keine Heckscheibe, sondern hier ist es tatsächlich nur gedacht, um den Fahrer vor bei Umstürzen oder vor anderer mechanischer, wenn eine Palette hier reinfahren oder vor anderen Anfahrschäden oder sowas zu schützen. Dafür ist dieses Rohrrahmengeflecht gedacht. Das ist so
Es kommt immer wieder vor, man hat es immer mal wieder in den Händen, aber es ist schon das, wo ich sagen würde, das ist das, was am seltensten ist. Kabine. Kabine mit Kunststofftür. Also es gibt die in verschiedenen Ausführungen. In der Regel hat man eine feste Frontscheibe. Die Seitenscheiben oder die Seitentüren sind aus PVC-Kunststoff. Und dann gibt es Unterschiede bezüglich der Heckscheibe. Also es gibt auch diese Heckscheibe als Plane, aber es gibt sie halt auch wie hier ganz normal Heckscheibe mit Scheibenwischer und beheizbare Heckscheibe sogar. Kommt so ein bisschen drauf an, was möchte man und wie möchte man das Gerät ausstatten und wie viel ist es tatsächlich drin und wie viel ist es draußen. Was ich halt bei den Geräten ganz cool finde, ist, man kann je nach Kabinenhersteller, also es gibt die ja als Original ab Werk und man kann die aber auch bei den meisten Geräten nachrüsten, also für alle gängigen Geräte. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendjemand hergeht und sagt, oh, wir messen mal für das Gerät nach oder so, sondern die meisten Kabinenhersteller haben da ihre Pläne und fertigen dann die Kabinen an, sodass man die dann einfach bestellen kann und kann die anbauen. Der Anbau an sich ist auch nicht so problematisch. Man macht hier die Schienen dran, zieht die Keder ein und dann ist man, was das anbelangt, schon fertig eigentlich. Wir haben jetzt hier gleich einen riesen Vorteil. Wir haben große Löcher, durch die im Sommer, gerade bei solchen Temperaturen, eben die Luft reinkommt. Wir können also hier an beiden Seiten das aufmachen. Und wie man gesehen hat, geht das auch relativ schnell, um eben diese Seiten dann aufzurollen. Das heißt, wenn man jetzt im Sommer ist und man hat hohe Temperaturen und man weiß, soll die ganze Zeit nicht regnen, ist das natürlich super angenehm, weil man kann die einfach aufrollen, aufmachen und hat nun wirklich echt viel Luft in der Kabine. Jeder, der so einen mit Vollkabine fährt, wo sich nicht unbedingt die Heckscheibe öffnen lässt, was bei den meisten Geräten leider einfach so der Fall ist, jeder, der sowas fährt und weiß, man kann nur das Fenster ein bisschen aufschieben oder nur die kleinen Fenster ein bisschen aufschieben, der wäre froh, wenn er ein bisschen mehr Luft rundherum hätte, so wie bei diesem Gerät. Und wie gesagt, es geht halt echt schnell und man hat eben auch im Herbst, im Winter einen gewissen Wetterschutz. Was man bei den Kabinen eigentlich nicht hat, ist eine Heizung. Also die sind jetzt nicht dafür gedacht, dass man, so wie mit einer Vollkabine manchmal gedacht ist, den ganzen Tag draußen damit auf dem Hof unterwegs ist und dann eben dort seine Arbeit verrichtet. Sondern das ist eher sowas, wo man sagt, ja, wir fahren mal drinnen, wir fahren aber auch mal draußen. Und wenn es mal wirklich schlechtes Wetter ist und man muss einen ganzen Sattelzug draußen von der Seite beladen oder generell beladen, dann ist es schon besser, wenn man eine Kabine hat und man kann eben das runter machen und sitzt dann dort im Trocknen. Ist eben auch ein bisschen gegen Wind und diese Dinge geschützt und kann dann eben auch besser arbeiten. Und es ist natürlich für die Mitarbeiter auch positiv, wenn sie dann nicht nass werden. Und es ist auch in der Kabine trotzdem, dass keine Heizung drin ist, natürlich ein bisschen wärmer, als wenn ständig der Wind die ganze Wärme, die entsteht, eben wegpustet. Also der da drüben hauptsächlich Innenbereich, der hier Innen- und Außenbereich. Also wenn man ihn hauptsächlich drin benutzt, aber auch mal raus muss, dann ist so eine Kabine schon die bessere Alternative. So, dann kommen wir zum Thema Vollkabine. Kommen wir zum Thema Vollkabine. Wunderbar. So, wie eben besprochen, man kann hier halt diese Fenster nur bis zu einem gewissen Punkt öffnen. Also wie auch immer. Und gerade wenn man dann im Sommer, wenn wir jetzt dran denken, okay, wir haben Sommer, wir haben 30 Grad plus oder was auch immer und hocken in dem Ding drinne, dann ist das schon teilweise echt wie in einer Brennkammer. Ja, gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich einmal Fenster auf. Da muss man immer gucken, wie kann man die Fenster stellen, so dass vorne ein bisschen Luft reinzieht und hinten vielleicht rauskommt. Das kann man versuchen, je nachdem, was einem gefällt. Man muss natürlich auch aufpassen mit Zugluft. Das ist immer so ein Thema, gerade wenn man geschützt ist oder so. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Dann hat man die auf beiden Seiten. Natürlich auf der anderen Seite auch.
Und die Fläche, die man dann an Luft eben durch hat, ist dann tatsächlich nicht so groß, oder der Lufteinlass und Luftauslass ist dann tatsächlich nicht so groß, dass man sagen kann, okay, da geht um Wunder wie viel Luft drauf. Ja, es gibt auch Klimaanlage heutzutage, kein Problem, kann man auch nachrüsten zur Not. Aber das sind halt alles Sachen, die dann doch sehr, sehr kostenaufwendig sind. Und die meisten wollen das einfach nicht bezahlen und scheuen sich so ein bisschen vor den Kosten. Vorteil ist natürlich, das bietet auch den besten Schutz gegen Kälte. Das muss man tatsächlich sagen, weil eben durch die Konstruktion Stahl, Glas, das isoliert halt deutlich besser als so eine dünne Kunststoffplane. Die sind auch dafür gedacht, dass sie tatsächlich das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr, draußen betrieben werden und sind auch so für den Staplerfahrer das Angenehmste, wenn er nur draußen mit den Geräten arbeitet. Je nachdem, was man für ein Gerät hat, öffnen die halt unterschiedlich und haben die halt unterschiedliche Öffnungswinkel. Am besten sind immer die mit den Zylindern oben, weil man dann dazu angehalten ist, dass man die Tür auch wieder schließt. Es gibt noch einige wenige Hersteller, die machen die Kabinen so, dass man die hinten, da sind die Türen ein bisschen kleiner und die haben dann hier hinten so einen Pin dran, wo die Kabine dann einrastet. Das heißt, dann kann man die Tür ganz aufmachen. Ist natürlich super im Sommer zum Durchlüften, das muss man sagen, aber hat natürlich den Nachteil, dass die Kabinentüren richtig oft angefahren werden oder richtig oft abgefahren werden, weil man natürlich in seinem Arbeitsfluss so drin ist und dann einfach vergisst, dass hier hinten noch einfach ein Haufen Tür raushängt, den man dann ganz schnell auch mal abgefahren hat. Das alles ist ein wichtiges Thema. Es geht um den Schutz der Fahrer und eben nicht nur um den mechanischen Schutz, also um zu verhindern, dass die Leute rausfallen, sondern es geht darum, dass die Leute auch geschützt sind vor Witterung. Und da sind eben diese beiden Kabinen hauptsächlich das Mittel der Wahl. Je nachdem, wie gesagt, der für das ganze Jahr draußen, der eben, wenn es mal drin sein sollte. Fahrerschutz ist so eine Sache, die man immer nicht aus dem Auge verlieren sollte. Es ist wichtig, dass die Leute zufrieden sind, die mit den Geräten arbeiten. Dementsprechend, solche Kabinen sind, wenn man sie in der ursprünglichen Version anschafft, gar nicht so teuer. Aber wenn sie nachgerüstet werden müssen später, also wenn man dann alles rechnet mit Frontscheibe, Dachscheibe, Heckscheibe, Türen, Nachrüstung und am besten dann noch eine Vollkabine draus machen mit Heizung oder sowas, dann wird es schon teuer. Dann ist eher so das Mittel der Wahl, das Gerät mit Plastiktüren oder mit den Kunststofftüren. Plastik klingt aber so billig, aber es sind ja PVC-Kunststofftüren. Das wäre so das, wo ich sagen würde, das macht noch Sinn, das nachzurüsten, alles andere eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, für die nächste Anschaffung vielleicht fällt dir die Entscheidung ein bisschen leichter. Und es würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Ciao.